Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ein neuer Start steht an. Lass uns das nutzen, lass uns diesen Beginn nutzen, um das alte Jahr mit allem, was da so drin war, auch an Schwierigem hinter uns zu lassen und ein neues Blatt zu beschreiben in 2021. Dieses Monatshoroskop ist für den Aszendenten Waage gedacht. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link und du erfährst dort, wie du ihn dir selbst berechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich gleich am Anfang einladen. Nimm teil, melde dich an für die Erforschungsreise, die Reise der Seele, wo deine Seele anhand deines individuellen vedischen Horoskops aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Diese Reise geht los am 23. Januar. Sie wird veranstaltet von meinem Ehemann und Kollegen Gerhard Feiner. Du siehst hier oben links die Webseite eingeblendet, wo du dich anmelden kannst. Oder du nutzt unterhalb dieses Videos den entsprechenden Link dafür. Gut, jetzt legen wir los. Gleich am Anfang, was kannst du tun, um auf einen Blick zu sehen, welche Lebensbereiche besonders wichtig sind in diesem Monat? Da suchst du nach den Häusern, wo sehr viele Planeten zu finden sind. Und das sehen wir bei dir auf der linken Seite im Horoskop. Das dritte, vierte und fünfte Haus sind die wichtigsten Lebensbereiche. Dazu kommen wir gleich noch, was das bedeutet. Vorab schauen wir uns erstmal den Mars und den Mondknoten Rahu an. Der Mars nach langer Zeit, nach langen Monaten, wechselt er das Zeichen und damit das Haus. Er geht vom siebten Haus ins achte Haus bei dir. Und das tut er am 7. Januar. Mars im achten Haus, dort fühlt er sich jetzt nicht so wohl. Das ist das Haus der Schwäche, das Haus der chronischen Leiden. Mars und das achte Haus haben auch mit Verletzungen oder Unfällen zu tun. So macht es Sinn, dass du jetzt bewusst, achtsam und ruhig durchs Leben gehst, denn die meisten Verletzungen kommen aufgrund von Impulsivität zum Tragen. Der Mars steht für deine Energie, für deine Willenskraft, für deine Durchsetzungsstärke im Haus der Schwäche. Mangelt es vielleicht etwas daran? Mangelt es an Disziplin? Mangelt es an Fokus? Mangelt es an entsprechendem Einsatz? Vielleicht tust du dich jetzt auch schwerer, Probleme und Herausforderungen in deinem Leben zu lösen. Vielleicht gibt es auch Herausforderungen mit deinem Zuhause oder mit Immobilien. Wie kannst du den Mars gut einsetzen im achten Haus, indem du ihn dafür benutzt, dass du an deinen Schwächen arbeitest, dass du dich mit Esoterik, Astrologie, Psychologie oder anderen Methoden beschäftigst, die dir helfen, über deine Schwächen hinauszuwachsen oder die dir helfen, ja, zumindest einen Weg für dich zu finden, dass sie dich nicht mehr so stören in deinem Leben. Im neunten Haus haben wir den Mondknoten Rahu. Das ist ein längeres Thema, was dich dort begleitet. Das neunte Haus steht für deinen Lebenssinn, für deine Erfüllung, dein Glück, aber auch für die Ehe, steht für das, was du meinst, deine Werte, deine Ideale, die dir wichtig sind, steht auch für deinen Glauben. Und in diesen Bereichen empfindest du jetzt mehr Unsicherheit oder kannst nicht so klar sehen oder bist unzufrieden. Also Rahu kreiert einen gewissen Stress. Du kannst das aber positiv für dich nutzen, indem du sagst, okay, ich überprüfe meinen Lebenssinn. Passt das noch? Bin ich noch auf Kurs? Oder wenn es innerhalb der Ehe etwas zu klären gibt, auch dort genauer hinschauen. Gleichzeitig solltest du diesen Stress von Rahu nicht so ernst nehmen, denn es ist seine Natur, es ist seine Natur, hier Unruhe zu erzeugen, damit du in diesen
Bereichen noch dazu lernst und besser wirst. Das heißt aber nicht, dass man deswegen gleich alles über den Haufen schmeißen muss. Rahu steht für die Fremde, für das Ausland. Vielleicht spielen Lehrer oder Lehrerinnen aus dem Ausland eine wichtige Rolle für dich oder dein Sinn oder deine Bestimmung. Meinst du vielleicht, dass diese etwas mit dem Ausland zu tun hat? Das neunte Haus steht ebenfalls für den Vater und so kann es auch für den Vater oder mit dem Vater einen gewissen Stress geben. Dann gehen wir weiter und jetzt kommen wir zu den Häusern, zu den Lebensbereichen, die am wichtigsten bei dir sind. Die meisten Energien gehen dort hinein. Und da haben wir zum einen den Mondknoten Ketu. Der Ketu ist im dritten Haus. Der Ketu möchte in den Bereichen des dritten Hauses etwas abschließen, etwas vollenden. Projekte, die du dort angefangen hast, bring sie entweder zu einem Ende oder lasse sie los, wenn sie nicht mehr wichtig sind. Das sind Projekte, die zu tun haben mit deinen privaten Interessen, mit deinen Hobbys, mit deinen Talenten, mit deinen Fertigkeiten, mit Kommunikation, je nachdem. Es kann auch etwas aufgelöst werden in Beziehung mit jüngeren Geschwistern oder mit Nachbarn. Da läuft jetzt auch gerade mehr karmisch ab in diesen Beziehungen. Ketu zeigt ja das Karma aus früheren Leben mitunter an. Und das dritte Haus steht für deinen Verstand und dein Intellekt und an dem zweifelst du. Du zweifelst an deinem Wissen, du zweifelst an deinem Verstand. Und so denkst du vielleicht, ach, ich brauche noch die Information, die, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Egal wie viele Informationen du sammeln wirst mit Ketu im dritten Haus, wirst du trotzdem immer noch daran zweifeln. Und deswegen, wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst, nimm das, was du hast, nimm das, was du schon weißt und entscheide dich dann. Denn diese Zweifel werden mit Ketu im dritten Haus erstmal nicht weggehen. Die Venus haben wir im dritten Haus und das bis zum 8. Januar. Das dritte Haus ist auch das Haus der Schwierigkeiten. So können sich gewisse Schwierigkeiten offenbaren im Rahmen einer Partnerschaft, im Rahmen an einer Ehe, wo es dann darum geht, ja, diese gemeinsam zu lösen. Die Venus zeigt aber auch, dass du jetzt Freude haben kannst mit deinen Hobbys, mit deinen privaten Interessen, dass du dich denen jetzt besser widmen kannst und Freude daran hast, Spaß daran hast. Und die Venus steht für das Tanzen, das dritte Haus für Fertigkeiten. Also auch das Tanzen stellt jetzt eine gute Möglichkeit für dich dar, wenn du dazu einen Zugang hast, wie du hier Freude in dein Leben bringen kannst. Am 9. Januar wechselt die Venus ins vierte Haus. Das ist die beste Hausposition für die Venus. Diese Position macht sie stark. Das ist gut für dein Inneres, für deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Wünsche. Du bist selber dann besser in der Lage, dir Gutes zu tun, auf deine Gefühle zu achten, lieb zu dir selbst zu sein, dir Wünsche zu erfüllen, die dich vorwärts bringen, die deinen Selbstwert erhöhen, womit es dir gut geht. Auch eine Beziehung kann sehr wichtig jetzt für dein inneres Glück sein. Wenn du ein Mann bist, die Venus steht ja für die Partnerin, dann kann eine Partnerin dir jetzt sehr gut tun. Auf der inneren Ebene kann dir helfen, deine Bedürfnisse dir zu erfüllen, mit zu erfüllen. Und das vierte Haus steht auch für dein Zuhause. Das heißt, es ist eine gute Zeit, wo du dein Zuhause schön einrichten kannst, wo du es dir zu Hause schön machen kannst, wo du es dir ja zu einem Ort der Regeneration machst, zu einem Ort, wo du nach Hause kommst und sagst, wow, das ist hier wirklich schön, das ist toll. Ich freue mich hier zu sein, hier kann ich jetzt wieder auftanken, um danach wieder in die Welt hinausgehen zu können oder in meinen Beruf und so weiter. Du sollst wissen, die Venus ist dein zweitwichtigster Planet. Sie regiert ja über den Aszendenten Waage und das Häusliche, das Innere, die
inneren Emotionen wie Freude auch und dir etwas Gutes tun, dein Zuhause schön einrichten. Das ist ganz, ganz wichtig für dich ab dem 9. Januar für den restlichen Monat. Und die Venus steht auch für deine Beziehungsfähigkeit. Mit wem kannst du jetzt in eine bessere Beziehung treten? Mit deiner Mutter, die ebenso vom 4. Haus dargestellt wird. Am 13. Januar ist der Neumond im Zeichen Steinbock, damit im 4. Haus bei dir. Er wirkt vom 12. bis 14. Januar. Es wird dir etwas bewusst werden auf der inneren Ebene, was du noch nicht so gut gemacht hast. Entweder hast du dich noch nicht so gut um deine Gefühle oder Bedürfnisse gekümmert oder um dein Zuhause. Und wenn dir das bewusst wird, dann kannst du es ja besser machen oder verändern. Ebenso haben wir den Merkur die ersten 8 Tage im Januar im 4. Haus. Vielleicht willst du in dein Zuhause investieren, vielleicht willst du in Immobilien investieren, vielleicht besuchst du einen Kurs oder bildest dich weiter von zu Hause aus. Auch Freunde können jetzt mit dir eng verbunden sein oder mütterliche Verwandte. Und am 9. wechselt dann der Merkur ins 5. Haus. Das 5. Haus und der Merkur haben Gemeinsamkeiten. Beide stehen für Investitionen und Spekulationen. Investitionen können jetzt eine größere Rolle für dich spielen. In was kannst du investieren? Ja, da der Saturn auch da drin ist, zum Beispiel in Land und in Grundbesitz. Der Jupiter ist ebenfalls in diesem Haus. Er steht dann mehr für Investitionen, die mit Geldwerten zu tun haben. Aber da der Jupiter nicht so stark ist wie der Saturn, würden sich bei dir eher Investitionen in Land, in Grund und in Boden lohnen, wenn du das machen möchtest. Ansonsten steht das 5. Haus für Kinder. Der Merkur steht für Kommunikation. Mit Kindern kannst du jetzt Dinge klären, in einen guten Austausch gehen, wenn es darum geht, dass es noch etwas zu klären gibt. Und das 5. Haus steht für deine Talente, für deinen kreativen Ausdruck. Du kannst Kurse besuchen, die mit deinen Talenten zu tun haben. Du kannst dich da weiterbilden. Du kannst dich intensiver deinen Talenten widmen oder du beginnst überhaupt damit, erstmal kreativ zu sein. Kreativ zu sein ist auch ein guter Ausgleich, um etwas Schönes in sein Leben zu holen, damit du dann auch leichter mit den anderweitigen Herausforderungen umgehen kannst. Die Sonne ist die ersten 2 Drittel im 4. Haus. Das bedeutet, du wirst gewisse Opfer erbringen müssen, die mit dem Zuhause zu tun haben. Vielleicht auch im Umgang mit der Mutter. Vielleicht hast du aber auch Inspirationen bezüglich Immobilien oder deinem Zuhause, denn die Sonne gibt ja auch immer Inspirationen. Und die Sonne steht für den Beruf und für die Karriere. Im 4. Haus kann das bedeuten, dass du auch von zu Hause aus arbeiten wirst. Das letzte Drittel im Januar ist die Sonne im 5. Haus. Sie kann jetzt Opfer abverlangen mit Investitionen oder im Umgang mit Kindern. Das 5. Haus steht aber auch für das Ausüben von spirituellen Praktiken. Der Jupiter darin steht für den Glauben und vielleicht bist du jetzt inspiriert, bestimmten spirituellen Praktiken dich zu widmen. Das 5. Haus steht auch für, ja, Musik oder Klang. Und der Jupiter ebenso. Vielleicht fühlst du dich zu Mantren hingezogen oder auch anderer Art von Musik, die dir hilft, spirituell weiterzukommen. Und das 5. Haus kann auch bedeuten, dass du deine Kreativität, deine Talente mehr mit deinem Beruf verbinden möchtest. Zum Schluss noch die zwei großen Lehrer. Die zwei großen Lehrer sind Mitte Dezember in etwa in dieses 5. Haus gegangen. Sie werden dich dort auch noch eine ganze Weile begleiten. Das ist also ein längeres Thema. Jupiter und Saturn sind im 5. Haus zu finden. Das bedeutet, die Lebensbereiche des 5. Hauses. Hier möchten sie dir zeigen, bist du damit noch auf Kurs? Passt das zu deinem Leben? Bist du richtig unterwegs? Sollst du da noch mehr investieren oder musst du wieder auf Kurs gebracht werden? Das 5. Haus steht
letztlich dafür, wie du dein Leben gestalten möchtest. Saturn ist eine Bremse. Es wird also nicht mehr so leicht gehen wie vorher, vielleicht, wo Saturn noch nicht in diesem Haus war. Der Jupiter zeigt an, dass du gleichzeitig mit deinen Talenten, deiner Kreativität wachsen möchtest, expandieren möchtest, aber du hast dann auch wiederum die Bremse von Saturn mit am Bein. Trotzdem ist es gut, dass auch der Jupiter da drin ist, denn er gleicht auch den Saturn wieder etwas aus. Deswegen, ja, wachse auch ruhig, lerne ruhig etwas, baue deine Talente, baue deine Kreativität aus. Gerade das Thema Kinder kann für dich, wenn du Kinder hast, auch ganz, ganz wichtig werden. Hier auch der Saturn bremst aus. Gleichzeitig geht es darum, das anzuschauen, was blockiert dich im Umgang mit Kindern und wie kannst du das auf eine gute Art und Weise lösen, damit hier der Kontakt wieder glücklicher und zufriedener verlaufen kann. Noch einmal, ich wiederhole, Jupiter steht auch für den Glauben und das fünfte Haus für spirituelle Praktiken. Also wenn du hier mit Ausdauer und Durchhaltevermögen durch diesen starken Saturn dich spirituellen Praktiken widmest, dann wird dir das helfen, auch mit anderweitigen Herausforderungen im Leben leichter umzugehen. Entweder hast du schon eine bestimmte spirituelle Praxis und ja, setzt diese regelmäßig ein, oder du machst dich auf die Suche danach, um etwas Passendes für dich zu finden. Gut, dabei möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Ich möchte dich noch einmal einladen. Melde dich an für die Reise der Seele, die Gratis-Erforschungsreise, wo deine Seele anhand deines individuellen vedischen Horoskops beleuchtet werden wird. Und wie kannst du dich anmelden? Klick dafür unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, auf bald oder bis zum nächsten Monat.